Ja, halli, hallo, hier ist Rosemarie Engel. Hier geht es um Depressionen in diesem Video. Und zwar, es gibt ja Fälle von Menschen, die an Krebs erkrankt waren und Chemo hatten. Und wo nichts geholfen hat, also die Krebstodesrate ist sehr hoch, aber auch bei Depressionen. Also fast jeder von euch kennt von den letzten 10 Jahren, wo ich jetzt krank bin, Menschen, die sich das Leben genommen haben. Der Torwart Enker, der Robin Williams von Linkin Park, der Sänger. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und trotz alledem ist dieses Krebs der Seele nicht wirklich so, dass es anerkannt ist. Das hört sich jetzt doof an, weil es geht ja jetzt auch gar nicht darum, da irgendeinen Preis dafür zu kriegen. Das hört sich nämlich gerade so an. Es geht darum, erkannt zu werden. Deswegen sage ich anerkannt. Also es wird noch immer nicht erkannt, wie gefährlich diese Krankheit ist. Mir ging es ja Ende des Jahres sehr, sehr schlecht. Und also wenn nicht meine Enkeltochter gewesen wäre, würde ich dieses Video nicht machen. Das ist ganz wirklich, ganz, ganz ehrlich so. Ich war Weihnachten alleine, ich war Silvester alleine und damit ging es mir so schlecht, dass wenn ich nicht ein Ziel gehabt hätte, wofür ich das überstehe, dass ich das dann nicht überstanden hätte. Und was ziemlich neu passiert ist, es war ein Chefarzt von einer psychiatrischen Uni bei mir. Er sollte mich testen und er war 10 Minuten da und war dann der Meinung, ich habe keine Depression mehr, weil ich gelacht habe. Ja. Und der soll mal vielleicht sich in Facebook weiterbilden. Da gibt's so tolle Sprüche, die wirklich sehr, sehr wahr sind von den Menschen, die mit einem Auge lachen und mit anderen Auge weinen. Und da fällt mir gerade der Robin Williams gerade ein. Das ist so das beste Beispiel dafür, wie gut man das überspielen kann. Man sagt ja auch, der Clown, der lacht mit einem Auge, mit dem anderen weint er, ne? Und so ein Arzt, der dann über Menschen, über das Schicksal der Menschen zu entscheiden hat, macht so eine Diagnose. Und ich finde das echt fatal. Ne? Also es wäre schon wieder ein Grund gewesen, mich umzubringen. Ne? Jetzt mal ganz krass gesagt. Weil es ist wirklich fatal. Also ich habe heute mit Hilfe dann den Briefkasten aufgemacht, weil das ist einer meiner Probleme. Ich habe Angst vor der Post. Und ja, mir fiel die Post entgegen, weil so viel drin war, weil ich so lange nicht aufgemacht habe. Ja, und deswegen, also, es passt schon, dass Depressionen Krebs der Seele sind. Und leider ist es so, dass es noch immer nicht anerkannt ist oder dass es nicht erkannt wird, dass es nicht ernst genommen wird. Ja, das ist das richtige Wort. Es wird nicht ernst genommen. Und wir sind dann immer geschockt, wenn dann sowas passiert, wie jetzt mit dem Sänger von Linkin Park. Aber ja, das war's dann auch. Ja.
Ist ja sehr traurig. Aber es ist halt leider so. Wir sind immer noch nicht so weit.